Hallo, ich bin die Isabel. Und ich bin der Fabian. Wir sind hier in Bad Aussee bei den kommunalen Sommergesprächen, bei denen es heuer um Jugend in der Gemeinde und deren Zukunft geht. Und wir werfen jetzt einen Blick auf das Geschehen. Dieser digitale Individualismus. Und das ist im Prinzip die Generation Y. Also wenn man halt auf die Suche nach der Generation Y begibt, sitzt die da drüben. Ja, ich glaube erstens, der Status quo in der Jugend in der Gemeinde ist ein sehr positiver. Sie sind zwar politisch interessiert, nach wie vor vielleicht sogar mehr, aber sie engagieren sich nicht. Es gibt schon sehr viele, die was zufrieden sind, die was wahrscheinlich auch gar nicht mehr politisch eingebunden werden wollen. Jugendliche und Politikerinnen treffen sich oft zu selten, weil sie schon in ganz anderen Medienräumen zum Beispiel leben. Bundesland heute hat mit Facebook, Twitter und Co. wenig zu tun. Die Jugend gibt es nicht, es gibt unterschiedliche Jugenden. Es gibt welche, die gut integriert sind, andere, an denen das Gemeindeleben vorbeiläuft. Status quo von der Jugend in der Gemeinde. Man kann sagen, die Jugend interessiert sich für die Gemeindepolitik. Sagen wir, viel mehr als für die andere Politik. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie der Bürgermeister mit der Jugend umgeht. Es gibt Gemeinden, wo Jugendliche sehr gut schon integriert und gehört werden, auch auf der politischen Ebene. In anderen Gemeinden besteht noch Nachholbedarf. Das sind große unüberschaubare Einheiten, haben wir die größten Probleme. In kleinen, überschaubaren Einheiten ist es so, dass der Mensch keine Nummer ist, dass der Jugendliche eine Persönlichkeit ist und jeder Jugendliche eine Persönlichkeit ist. Also ich denke, dass es ziemlich gut ist für die Jugend am Land, eigentlich generell das Leben. Aber dass weiterhin, glaube ich, immer mehr in die Stadt ziehen wird, weil einfach da mehr Möglichkeiten sind. 80% unserer jungen Leute sagen, wenn man sie fragt, wie geht's euch, sagen sie, eigentlich bin ich so im Großen und Ganzen recht zufrieden mit meiner Lebenssituation. Wir werden nicht nach unserer Meinung gefragt. Es gibt keine Jugendlichen im Gemeinderat. Das ist halt auch, weil wir wenig Möglichkeiten haben, dass wir eine Ausbildung kriegen. Und es ist einfach von der Arbeit und von der Schule her ziemlich schwer bei uns. Die Jugendlichen sind gerade in den Gemeinden auf dem Land einfach weniger und deshalb werden sie leider oft als politisch weniger bedeutend angesehen. Das hat was mit Wahlen zu tun, die gewinnt man mit den meisten Stimmen und wenn es mehr Pensionisten als Jugendliche gibt, konzentriert sich die Politik allzu oft auf die Älteren. Also wir haben immer den politischen Reflex, den Schmerz in die Zukunft zu verlagern und was zu tun. Die gemeinsame Zukunft, die ist heute schon und die ist jeden Moment und die ist einfach da. Man muss die Jugendlichen echt damit, also einbeziehen. Und ja, weil die Jugendlichen sind ja, ist ja die Zukunft von den ganzen Gemeinden. Und ich denke gerade, die Gemeinden sind die Orte, wo sowas wie ein Generationenvertrag erneuert oder neu entstehen kann. Das Ziel einer gemeinsamen Zukunft ist ja der soziale Zusammenhalt. Ein gemeinsames Miteinander, dass man sagt, was wollen die Jugendlichen, was brauchen sie? Sie brauchen einmal Hoffnung. Nur weil sie jetzt eine Generation verstanden fühlt und sich wohlfühlt, heißt das nicht, dass es in 2 Jahren noch immer so ist, weil natürlich dann wieder neue Jugendliche dazukommen. Ich glaube, es geht darum, wirklich auch die Möglichkeiten zu schaffen, dass die Jugend sich verstärkt einbringt. Und da brauchen wir auch den Input der Jugend. Ich hoffe, dass sich die Jugend noch ein bisschen mehr engagiert und ein bisschen mehr Interesse an der Politik kriegt. Was Erwachsenen klar sein muss, sie sind die Vorbilder für die Jugend. Dass sich die Alten mehr aus den Entscheidungspositionen zurückziehen und die Jungen stärker ranlassen. Es sollte so weitergehen, dass die Jugendlichen wirklich zum Bürgermeister kommen und sagen, du, das und das ist oder das und das brauchen wir. Und dass dann auch wirklich der Bürgermeister sagt, ja, das habe ich für die. Ich finde, man sollte einfach viel mehr miteinander reden. Man muss die neuen Kommunikationsmittel nutzen, ja. Dass man vielleicht doch die Kommunikation zwischen den Politikern in der Gemeinde mit den Jugendlichen verbessert. Wenn da ein Dialog gelingt, dann haben wir eine gute Zukunft für uns. Was sich die Politik, aber auch die Medien überlegen müssten, wie kann ich Treffpunkte schaffen, wo sich Jüngere und Ältere einfach automatisch treffen?
Also ich glaube, dass das abhängig ist vom Ort, je nachdem wie groß der ist. Gerade in kleineren Gemeinden ist es eben wichtig, dass Vereine offen sind für die jungen Leute auch. Es gibt nur eine gemeinsame Zukunft, es gibt keine getrennte Zukunft. Nur glaube ich, muss man dafür zuerst einmal eben die Jugendlichen aus der Unsichtbarkeit irgendwo rausholen, wo sie ja gesehen werden und wo man auf sie zugehen kann. Wenn ich ehrlich sein darf, dieser Blick, den ich von vielen von Ihnen bekomme zur YOLO-Generation, erinnert mich ein bisschen an meine Mathe-Matura. Grundvoraussetzung ist gegenseitiges Zuhören. Verstehen kann man sich nur, wenn man einander zuhört. Das heißt, es braucht irgendwo auch ein Forum, Gelegenheiten, wo man sich begegnet, wo man sich austauscht. So einen Bürgerrat oder Jugendrat einzuberufen oder auch so Jugendstammtische, wo sie Gemeinderäte und Jugendliche so in einem zwanglosen Rahmen treffen. Sich Zeit zu nehmen füreinander, neugierig zu sein aufeinander und sowas wie eine gemeinsame Sicht zu entwickeln auf die Dinge, die beide Seiten interessieren. Gegenseitig aufeinander gehört wird, also dass die Politiker auf die Jugendlichen hören und umgekehrt auch. Und mehr aufeinander zugeht. Nicht nur, dass die Politiker auf die Jugendlichen zugehen, sondern dass auch wir selber auf die Politiker zugehen, weil sonst funktioniert es sowieso nicht. Es muss die Bereitschaft da sein, so einfach das klingen mag, die Welt des jeweils anderen einfach durch Zuhören sich mal anzuschauen. Zunächst einmal muss man als Politiker die Sprache der Jugend verstehen. Das heißt, man muss sich mit ihnen auseinandersetzen. Dass man wirklich auf Augenhöhe miteinander redet und dann funktioniert das. Die Politiker sollen so reden, dass die Jugendlichen sie verstehen, und aber ebenso auch die Jugendlichen sollten auch so reden, damit die Politiker sie verstehen. Auf Augenhöhe begegnen, die Fakten offen ansprechen. Wenn man eh im Gemeinderat junge Politiker hat, dass vor allem auch die wirklich aktiv dann unter die Jugendlichen gängen. Die Jugendlichen ihrerseits müssen sich politisch wesentlich stärker engagieren, als sie das heute tun, und da oder dort auch für Themen auf die Straße gehen. Also es muss konkrete Partizipation geben, die müssen wirklich konkret mitmachen und die müssen auch einen Teil der Macht bekommen. Die ganzen Probleme oder Wünsche, was man hat, einmal selber äußern und nicht warten, bis irgendwer kommt und sie danach fragt. Wir haben 41% als Zielgruppe, die sagen, ich bin eher nicht interessiert. Ich ergänze jetzt, nicht aus der Studie hervorgehend, aber für Politikvermittlung gewinnbar. Die Jugendlichen, die was sie engagieren, die sind eh schon dabei. Nur wie kriegt man die anderen dazu, dass sie da auch dafür interessieren? Ja, Politikerinnen und Politiker müssen dorthin gehen, wo die Jungen sind. Also zu warten, dass die Jungen kommen, das wird nicht passieren. Etwas bewirken wollen ist die eine Seite, also dass man sagt, okay, ich setze mich für was ein, weil ich möchte, dass sich das ändert. Setzt aber voraus, dass sie irgendwann einmal das Gefühl gehabt haben, okay, ich kann auch was bewirken. Am Ball bleiben und sich selber eine Stimme verleihen, ja. Und dann kann man auch durchaus was umsetzen. Ergebnisoffenen, respektvollen Dialog, in dem man geduldig ist, man muss sich Zeit nehmen dafür. Und die andere Sache, außer dem Dialog, ist, ich glaube, es braucht Räume zur Entfaltung. Dass das, was ihre Anliegen sind, auch umgesetzt werden, damit die Jugendlichen nicht glauben, dass das eh nur Gerede ist. Richtet auch einmal einen Stammtisch oder einen Tag der offenen Tür für Jugendliche ein, wo auch wir mal unsere Probleme an euch bringen können. Worauf wir wirklich stolz sein können, ist, dass es gelungen ist, dass wir echt einen Dialog geschafft haben. Am Schluss warte er dann auch selber auf der Bühne. Der Herr Professor Filzmeier zum Beispiel hat mir sehr gut gefallen und auch die Vorhaben am Nachmittag und die Diskussionen waren sehr interessant. Das wurde sehr intensiv, sehr konzentriert, sehr vielschichtig diskutiert. Die Jugend hat sich zu Wort gemeldet, die Jugend hat also ihre Meinung kundgetan, die Jugend hat kritisiert. Meine Erwartungen wurden eigentlich voll erfüllt. Super, danke vielmals.